Willkommen zurück im Holdrio und Feurio Tempel von The Legend of Zelda. The Gigantisch Cap. So. Ja. Ich weiß, wie es geht. So. Ich musste eben echt nochmal überlegen, aber ganz ehrlich, ich hab's ja gerade gesehen. So. Ah ja, jetzt kommt eine Scheißstelle, Leute. Erstmal warten. War hier unten noch was? Nö. Nein! Naja, Hauptsache es ist schon mal umgedreht. Weil ich brauch's auf dem Weg nach oben, damit es länger hält. Weil unten nützt mir's nichts. So. Zack. Zack. Und da muss ich hin. Aua. So, dann drücken wir hier den Knopf. Und jetzt. Umdrehen. Und drauf hüppen. Nein. Okay, okay. Dann anders. Umdrehen. Und drauf hüppen. So. Alles klar. Jetzt nochmal warten. Umdrehen. Und drauf hüppen. Und drauf hüppen. Und umdrehen. Und drauf hüppen. Und schnell runter. So. Das war auch gefährlich, was ich hier gemacht habe. Ich hätte die Krüge nämlich auch wegziehen können. Mit meinem Krug. Umdrehen. Ach nee, jetzt kommt der Scheiß. So. Umdrehen. Rüber. Rüber. Umdrehen. Am besten immer gucken, dass die Steine auf dem Weg nach oben sind, wenn ihr gerade drauf geht. Das war knapp. Das war richtig, richtig knapp. So, was war hier hinten? Eigentlich am besten gar nichts, was wir wissen wollen. Doch, ich glaube, da war ein Schlüssel, ne? Ne, ein Glücksfragment. Warum bin ich da jetzt hin? Aber wie sollst du da ausweichen? Ganz ehrlich. So, und schwupps. Bam. Du kannst mich mal. Hier müssen wir so rein. Das ist okay. Ich habe übrigens... ich bin ja hier in diesem... einen Netzwerksforum mal unterwegs ein bisschen. Lese mir da auch mal so ein paar andere YouTuber durch und guck mir auch mal an, was die so machen. Und warum ich jetzt gerade so abgelenkt rede, ist nicht, weil ich überlegen muss, was ich sag, sondern weil ich überlegen muss, was ich hier zusammenspiel. Und da hat ein Kanal gepostet, sie machen nur, sie machen keine Let's Plays, sondern nur Walkthroughs. Weil sie finden, dass bei einem Spiel das Gameplay im Vordergrund stehen muss. Und es gibt als Let's Player eine einen Nachteil. Ist dein... ja. Hast du eine scheiß Stimme, wirst du nicht geguckt. Ja, und das kannst du natürlich als jemand, der Walkthroughs macht, verhindern. So, also gefällt jemandem deine Stimme nicht, bist du raus. So auf die Art. Ne? Jetzt kommt aber ich mit meiner Theorie, dass es am wenigsten auf die Stimme drauf ankommt, meiner Meinung nach. Ich meine, klar. Wenn ich jetzt so reden würde die ganze Zeit, dann würde mich ja keiner gucken. Was auch nicht schlimm wäre. Was jetzt nicht heißen soll, dass ihr mich nicht mehr gucken sollt. Muss man ja immer wieder dazu sagen. Aber ich finde immer noch,
Es kommt auch sehr viel auf den Charakter des Let's Players drauf an. Wie gibt er sich? Ist er lustig, vor allem? Ich meine, es gibt so viele Let's Player, die haben eine richtig scheiß Stimme. Und die sind aber abgefuckt lustig. Entschuldigung, aber die sind abgefuckt lustig. So. Natürlich sollte man jetzt nicht so, oh ja, ich bin jetzt hier am Let's Playen, ich werde das jetzt alles rocken. Nee, nee. Das ist ja, so soll es ja nicht sein. So. Guck mal, der große Schlüssel. So, wenn wir uns beeilen, kriegen wir das in einem Rutsch hin. Nein, kriegen wir nicht. Obwohl wir uns beeilt haben. Ja, natürlich ist die Stimme nicht unwichtig. Aber, ich persönlich lege, wenn ich mir Let's Plays angucke, auf andere Sachen Wert. Ich würde eigentlich gern so eine Fee mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht habe ich Glück und krieg noch eine. Nee. Ja. Weil ich kenne mich, Leute. Ich kenne mich. So. Bei dem Boss hat es gedauert, bis ich kapiert habe, wie der funktioniert. Aber ich habe es im Endeffekt rausgekriegt. Aber ich glaube, das war auch ein fast 6 Minuten Bossfight bei der ersten Aufnahme. Danach habe ich mir noch ja, diesen komischen Move geholt und so. Ich muss irgendwie versuchen, an eine Stelle zu kommen, wo er nicht mit dem Kopf hinkommt. So. Und vor allem muss ich aufpassen, dass er mich nicht anzündet. Weil sonst renne ich hier mit abgesenktem Arsch rum. Okay. Die Lavakugel wird noch nicht grün. Ah ja, solange das Ding leuchtet, können wir noch nichts machen. So, und zack. Ey. Nein. Das war dumm. Das kostet Zeit. Das hat Zeit gekostet, Leute. Aber jetzt kommt, glaube ich, die Lavagrube raus. Jetzt wird, glaube ich, die Lavagrube größer. Ja. So, immer in Bewegung bleiben, dann passiert uns auch nichts. Da, 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 da. Ich finde diese Musik, diese Bossfight-Musik, die ist so fucking epic. Okay. Du machst es mir nicht einfacher, Junge. So. Und zack, 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 zack. Oh, diesmal habe ich oft getroffen, aua. Bin aber trotzdem abgesoffen. Das war ein Reim, ohne dass ich es gewollt habe. So. Busch. Guck mal, da ist ein Herz. Fies. Oh, da war ein Grafikfehler gerade bei mir. So, naja, natürlich jetzt oben, ne? So. Und zack. Komm her. Das müsste jetzt aber gewesen sein. Ja, das war's. Das war es. Und wie bei Ocarina of Time, Dodongos Höhle, versiegt die Lavaquelle und wird zu Stein. Das müsste ja jetzt Obsidian sein. Eigentlich. Theoretisch. Aber wir haben das Flammenelement bekommen. Und ein weiteres Herz. Und jetzt können wir raus. Erstmal raus hier. Meine Güte, war das heiß. Ich dachte schon, mein Allerwertester fängt Feuer. Gehen wir nun zurück zum Melter. Alles klar, machen wir. So, Melters Mine. Ja, oh, du warst... Oh! Du warst schneller, als ich dachte. Hier ist auch alles perfekt gelaufen. Kickst dir an.
Dit ist das neue weiße Schwert. Weißes Schwert erhalten. Ein schönes Schwert mit weißem Glanz. Das Schwert des Alberich brauchst du nun nicht mehr. Mit der Kraft der Elemente wird aus diesem Schwert das heilige Schwert. Der Älteste im Wald sagte, die Kraft der Elemente sei nur an einem Ort auf das Schwert übertragbar. An der heiligen Stätte. Die befindet sich zwischen der Welt der Minish und der Menschen. Der Eingang soll in Schloss Hyrule sein und sich nur alle 100 Jahre öffnen. Mit dem heiligen Schwert, das die Kraft der vier Elemente in sich trägt, kann man den Fluch gewiss brechen. Zum Schloss gelangst du am schnellsten, wenn du durch die Tür, die zur Mine führt, gehst. Du schaffst es. Du schaffst es. Alles klar, wir schaffen das. Wir haben jetzt ein etwas stärkeres Schwert. Das ist auch schön, dass wir das haben. So. Jetzt können wir hier runter. Guten Gewissens. Und, ja. Wieder zurückgehen. Nicht wahr? Aua. Nee, da an die Wand will ich ja nicht. Da an die Wand will ich ja nicht. Ich will hier runter. Hier will ich runter. So, Forst des Hongolbergs. Geht's hier nicht irgendwie schneller runter? Ach, kick mal, wo ich bin. War da vorhin auch schon? Nee, doch, natürlich. Natürlich war da was. Wir haben die Bohne ja selbst gesetzt. Ach, ey, Foxy. Jetzt wird Foxy wieder verwirrt. Jetzt ist Foxy wieder verwirrt. Verwirrt. Mit Ü. So. Wir wissen natürlich, wo diese heilige Stätte ist. Aua. Und zwar im Schloss. In der nördlichen Ebene von Hyrule. Was haben wir hier? Oh. Ja, natürlich. Die Brücke. Stimmt. Aber ich würde halt auch gerne mal da hoch. Aber okay. Wie guckt er denn bitte, wenn er im Loch sitzt? Ganz ehrlich. Wie guckt Link da bitte? So richtig grenzdebil. So richtig grenzdebil. Der guckt auch nur aus dem Loch raus und denkt sich, Gagen! Innenhof von Schloss Hyrule. Oho. Hey, ob wir in diesem Aufzug unangenehm auffallen? Ja, Schloss Hyrule. Wir gehen jetzt erstmal ganz stumpf geradeaus. Jetzt nicht mehr. Ist uns nämlich gerade leider nicht möglich. Ich will aber erst in den Thronsaal, ne? Ah, Link, schön dich zu sehen. Und ist das heilige Schwert fertig? Wie? Die heilige Stätte? Aha, ich weiß von keinem solchen Ort im Schloss, aber... So. Aber... Die heilige Stätte, meine Großmutter erzählte früher oft von einem, früher von einem Tor im Schlosshof. Wenn es einmal alle 100 Jahre offen ist, ist das vielleicht jetzt der Fall. Wenn nur Kinder dieses Tor sehen können, ist es mir wohl entgangen. Und was denkst du? An Rubine. Du denkst an Geld und du denkst an die Liebe. Du liebst deinen König, wa? So, wer bist du? Ich putze, ich putze, ich putze, ich putze. Ja, du putzt. Ja, das tust du. So, wir gehen jetzt noch schnell an die heilige Stätte. Dafür müssen wir hier die Treppen runter. So. Und dann gehen wir da hin. Und das machen wir geschwind. Und hier unten, da ist nichts. Und das ist so richtig verflixt. So. Hallo. Ah, Link, ist das nicht das Tor zur heiligen Stätte? Offenbar konnten nur du und ich diesen Ort sehen. Los, hinein. Diese schönen Farben. Heilige Stätte. So. Was erwartet uns wohl hier? Oh,
Dies muss die heilige Stätte sein. Hier kann man die Kraft der Elemente auf das Schwert übertragen. Dort in der Mitte ist ein Podest für das Schwert. Ja. Da hast du recht, Ezelo. So. Wow. Bzzz. I'm a firing blazer. So, jetzt ist unser Schwert sogar ein bisschen schöner. Ist das nicht toll? Das Schwert hat nun die Kraft des Erd- und des Flammenelementes. Mhm. So. So. Lade das Schwert dort auf der auf, wo der Boden leuchtet. Steht da. Es geht wohl um diese leuchtenden Tafeln. Wenn du dort das Schwert lang genug auflädst, geschieht vielleicht etwas. Link, probier es aus. Ja. Ja, wir können uns duplizieren. So. Darauf habe ich gewartet, wenn ich ehrlich bin. So. Bums. Bums. Zack. Ach ja. Wir können nicht mit beiden raus. Das geht einfach nicht. Wir können uns auch nur doppelt duplizieren. Und noch nicht dreifach oder vierfach. Das kommt erst alles später. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Muss ja dazu gesagt werden. Was ist da drin? Ich will das wissen. Wartet mal. Ist denn die Attacke stärker? Wenn ich das so mache? Keine Ahnung. So. Zunächst einmal gehen wir in die nördliche Ebene von Hyrule. Na sowas, welch unverhofftes Treffen, wenn das nicht mein ach so ehrenwerter ehemaliger Meister ist. Und hier machen wir einen Cut. Foxy ist fies. Bis denn, ciao.